Hi ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein ganz besonderes Video und zwar habe ich ein Tauschpaket mit der lieben Inga vom Kanal Inga Avenue. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ein Tauschpaket gemacht heute und ich freue mich mega. Ich weiß schon, dass sie gerade eben mein Paket ausgepackt hat und sich auch gefreut hat und jetzt freue ich mich auch mega. Und ich habe das jetzt schon seit gestern hier stehen, das Paket, und das ist so groß und das ist so schwer und ich war so voll verwirrt, weil ich dachte so, oh Gott, wir haben doch einen bestimmten Preis ausgemacht. Ich hatte voll Angst, dass sie mir nachher zu viel geschickt hat oder so und ich zu wenig. Aber wir werden einfach mal gemeinsam reinschauen und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall am Ende dieses Videos bei der Inga vorbeischaut. Ich werde euch den Kanal verlinken und das Video verlinken und ich freue mich jetzt ganz dolle, dieses Paket auszupacken und ich bin mega gespannt. Ach so, und wundert euch nicht für meinen Videohintergrund. Falls ihr mir auf Snapchat folgt, wisst ihr, dass ich momentan hier ziemlich am Umbauen bin in meinem Zimmer. Und deswegen habe ich momentan keine gescheite Hintergrund-Location, sagt man das so? Nein, sagt man nicht. Ich habe keinen vernünftigen Hintergrund, ganz einfach. Ich habe übrigens auch nächste Woche Geburtstag. Wenn ihr das Video seht, habe ich am Sonntag Geburtstag. Ich freue mich und ich fühle mich jetzt schon, als hätte ich Geburtstag, weil ich das Geschenk auspacke. Ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Wir haben mal so ein bisschen, oder was heißt bisschen, wir haben die neue Theke von Trended Up mal so ein bisschen durchforstet. Und da ist, glaube ich, so einiges Geiles dabei. Oh mein Gott, Raffaelos, wie süß. Hey Charlie, ich hoffe sehr, dass dir die Sachen gefallen und du hast Freude damit. Fühl dich gedrückt, Inga. Oh, mega süß, danke. Oh mein Gott, hier ist Essen drin. Raffaello, geil. Oh mein Gott, du bist voll süß. Hier ist einfach mega viel Konfetti. Okay, ich muss eh gleich sauber machen. Ah. Essen geht bei mir immer. Giorgio, okay, ich gönne mir direkt. Das muss jetzt sein. So viel Zeit muss sein. Mir geht das auch. Wo ist der rote Faden? Geil, die kenne ich gar nicht. Jogurette, White Ananas, Limette. Oh mein Gott, Inga. Du willst, dass ich noch fetter werde. Ich habe dich durchschaut. Ich freue mich eigentlich am meisten. Ich freue mich am meisten über alles, aber ich weiß, dass ich was ganz Tolles von ihr bekomme. Ich weiß nicht, ob ich das als erstes auspacken soll, aber ich vermute, dass das das ist. Und ich habe mich so mega darüber gefreut. Also die ganze Zeit darauf gefreut und war voll aufgeregt. Ich mache das gleich auf, weil ich glaube, wir wollen erstmal sehen, was hier so die anderen Pakete hergeben, die anderen Päckchen so hergeben. Und ich zeige euch mal den Inhalt. Überall ist Konfetti. Voll geil, das ist echt mega. Okay, packen wir mal aus. Das erste Päckchen. Ich habe wirklich noch keine einzige Sache von Trended Up, außer diesen Augenbrauenstift. Oh mein Gott, du hast genau das gekauft, was ich mir die ganze Zeit kaufen wollte. Von Trended Up, diese Eyeshadow Base. Geil, du hast voll ins Schwarze getroffen. Ich stand da so oft vor und dachte mir so, da habe ich die in Videos gesehen. Und ich habe gehört, die soll richtig, richtig gut sein. Und ich habe nämlich noch keine einzige Eyeshadow Base. Ja, man glaubt es kaum. Geil, ich freue mich mega. Dankeschön. Richtig cool. Ich glaube, hier sind auch Zettel drin, aber ein paar haben sich von den Sachen abgelöst. Mega cool, echt. Kennt ihr das? So dieses Typische, wenn ihr nicht wisst, wie ihr so runde Sachen einpacken sollt, dann macht ihr daraus immer Bonbons. Ich mache das auch immer. Bonbon. Aber ich glaube, in deinem Paket habe ich das nicht gemacht, Inga, oder? Geil. Ich glaube, wir haben locker auch dasselbe gekauft. Weil ich habe nämlich, ich glaube, ich habe genau dieselbe Farbe gekauft. 410 und das ist matt und die matten Lippenstifte von Trended Up sind so gut. Also ich habe, wieso sage ich eigentlich, dass sie so gut sind? Ich habe die eigentlich noch nicht getestet, aber ich habe nur Gutes gehört. Da war leider auch kein Zettel dran. Aber egal, ich ziehe jetzt einfach mal einen Zettel. Die meisten Töne waren leider verkauft. Worum könnte ich dann da gehen? Vielleicht um Lidschatten? Nein, ich glaube nicht. Mir ist richtig warm. Ich weiß auch nicht warum. Die Studioboxen sind immer so warm. Das nächste Paket fühlt sich sehr schwer an. Skin Supreme Compact Powder. Geil. Ich habe nämlich, wie gesagt, echt immer so dieselben Produkte, wenn ich ehrlich bin. Und ich liebe es auch, Sachen neu zu kaufen. Und das ist ja mega schwer.
Ich freue mich mega, danke. So, machen wir mal weiter. Das sieht aus wie eben. Sorry, wenn ich esse. Sieht genauso aus wie eben, also die Verpackung und die Größe von dem Päckchen. Wow. Geil, ein Highlighter. Natural Radiant Highlighter. Ich glaube, der ist auch ganz, ganz neu. Seidig zarter All-Over Highlighter. Boah, ich bin immer richtig gespannt bei solchen Produkten. Oh, der ist richtig schön. Der hat auch auf jeden Fall nicht so viele Stücke. Wie heißt das? Der ist so... Der hat nicht so grobe Glitzerpartikel, aber ich glaube, man sieht das gerade nicht so gut. Aber der glänzt wirklich richtig gut. Sieht man das? Mein Finger glänzt. Danke, ich liebe Highlighter. Okay, jetzt kommen wir endlich hierzu. Ich kann nicht abwarten, ich muss das jetzt sehen. Inga hat nämlich angefangen, mega, mega schöne Armbänder zu machen. Und die hat auch eine eigene Instagram-Seite dafür gemacht. Ich schreibe euch den Namen jetzt mal hier hin. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie mir eins schickt, aber ich bin so happy. Ich habe mich so... Oh, ich wollte unbedingt das haben. Das ist mega süß. Ich liebe solche Armbänder. Die sind einfach so mega schön fein. Und wow, du hast voll meinen Geschmack getroffen. Mega süß. Ich habe jetzt halt zwar eigentlich meinen eigenen Namen draufstehen. Aber ist ja eigentlich nicht so schlimm. Ich habe ja schon einen Armband von meinem Freund. Das habe ich schon echt lange. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt nochmal Alex anziehe, dann... Ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen zu viel, Alex? Wow, ich liebe solche Armbänder. Alle haben die momentan, ich wollte es auch haben. Und jetzt habe ich auch eins. Danke, Inga. Ich glaube, ich weiß, was hier drin ist. Ich habe dir das auch geschickt. Obwohl wir uns erst einmal gesehen haben, kennen wir uns irgendwie... Was heißt, wir kennen uns so richtig, aber... Wir wissen irgendwie so scheinbar auch, was der andere so kauft, weil ich habe einfach fast dieselben Sachen gekauft und scheinbar fast denselben Geschmack wie du. Aber es passt ja dann auf jeden Fall, ein Tauschpapier zu machen. Ich habe nämlich auch die Trend It Up Face Contouring Set gekauft. Und ich bin mega gespannt. Ich habe selber schon zu Inga geschrieben, dass ich sehr gespannt bin, wie das so ist. Da ist ein Highlighter drin, ein Bronzer und eine Konturfarbe. Und... Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wow, krass. Der fühlt sich ja mega weich an. Ich bin einfach immer noch so fasziniert von den ganzen... Ey! Adorable Mascara False Lashes. Langhafte False Lashes Mascara mit pflegendem Panthenol. Boah, das habe ich aber auch noch nicht gelesen mit Panthenol. Geil. Boah, Inga, du triffst mega meinen Geschmack. Vor allem, weil meine Mascara gerade leer gegangen ist. Ich sehe nur Konfetti. Mal schauen. Infinity Beauty Powder Blush 020. Es könnte natürlich sein, dass dieser Zettel dazu gehört, dass sich Trend Up vertan hat und es 030 ist. So ein richtig geiler pinker Ton. Mit einem Mit ihren mineralischen Pigmenten setzt die seidig-weiche Blush-Textur feine Akzente und sorgt so für einen strahlenden Look. Ich finde eh, Blush macht so viel her. Und das ist, glaube ich, eine LE, oder? Also, aus der aktuellen LE. So, jetzt sind hier noch zwei Sachen drin. Und wenn das hier das ist, was ich denke, dann... Also dann hast du mir dieses Paket mal völlig übertrieben, ne? Also weil ich hatte nämlich auch was in der Hand und das wollte ich mir schon für mich selber kaufen. Ich habe es aber noch nicht gemacht. Ich bin gespannt. Also ich schau mal. Also wenn es das jetzt ist, ne? Es ist das. Geil, Inga. Ey, als hätte ich dir so gesagt, kauf mir bitte das, weil das wollte ich schon haben vor lange, das wollte ich schon vor lange haben. Mein Gott, das sind einfach alles Sachen, mit denen ich so viel anfangen kann. Also ich meine, ich kann mit allem was anfangen, nicht falsch verstehen, Leute, ne? Aber es sind einfach alles die Sachen, die ich mir selber einfach kaufen wollte. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, was das ist. Das ist die Trend It Up Expert Makeup Perfection Base und Leute... Ich liebe Base, ich liebe alles, was so generell, was ihr euch so ins Gesicht klatschen könnt, womit ihr das Gefühl habt,
dass eure Sachen länger halten. Ich freue mich mega krass darüber. Okay, hier ist noch ein Zettel. Heutzutage geht es nicht mehr ohne. Vielleicht meinst du da die Konturfarben? Okay, Leute, hier ist einfach eine Lidschattenpalette drin. Es klebt. Geil. Ich liebe ja Lidschatten. Ich trage ja heute auch wieder ein bisschen mehr Augen-Make-up als sonst. Und die von Trend It Up, da bin ich sehr gespannt. Ich habe da nämlich noch gar keine von und die Farben sehen mega aus. Ich trage nämlich immer nur so Brauntöne, also ist das perfekt. Und wir sind drin, 2, 4, 6 Farben. Und ich glaube, die Lidschattenpaletten von Trend It Up sind wirklich nicht teuer. So für, gerade auch für Anfänger und klar natürlich auch die, die sich halt ein bisschen mehr schminken wollen. Ich glaube, die sind richtig gut. Ich swatch mal ein paar davon, komm. Ich habe heute so wenig geswatcht. So ein richtig schönes Grau. Hier ist so ein glänzender Ton. Ich kann euch das gleich eigentlich mal näher einblenden. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Auch mega cool. Also mega schön und auch deckend. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auch darüber sehr. Inga, was soll ich sagen? Ich bin fasziniert von dem, was du mir geschickt hast. Du hast einfach alles getroffen, was ich so feiere und was ich auch gerne ausprobieren möchte. Schaut euch unbedingt die neue Theke an, die große. Es ist einfach so, ihr könnt euch bestimmt eine halbe Stunde davor aufhalten, weil es gibt so unendlich viele neue Sachen. Und ja, ich bin mega zufrieden mit dem, was ich jetzt hier habe und habe auf jeden Fall einiges zum Testen. Und ich freue mich gerade mega über diese Base hier, wirklich. Und über den Lidschattenprimer. Und ich bin jetzt auch mega gespannt auf Ingas Video. Also Leute, klickt jetzt sofort auf Ingas Video. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich hier alles wegsauge und dann einfach mir den Rest der Schokolade hier reinklatsche. Und ja, danke Inga, ich freue mich mega und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!